Yo Leute, wir gehen wieder rein in Shorts und let's go! Dumme Dinge, die ich als Kind dachte, aber es wird immer dümmer. Und ganz ehrlich, das letzte haben wir doch alle gemacht. Drittens, ich war mir als Kind sicher, dass die Leute, die schon groß waren, also größer als 1,70, ein eigenes Haus haben, einen eigenen Job und schon eine halbe Großfamilie. Bis ich dann ins Gymnasium gekommen bin und gesehen habe, dass jeder zweite Siebtklässler schon ein Vollbart war. Zweitens, ich dachte früher, und ich glaube stark, dass es die Schuld von Minecraft ist, dass egal aus welcher Höhe man springt, dass wenn man im Wasser landet, immer überlebt. Spätestens als ich vom Dreier gesprungen bin, habe ich dann bemerkt, dass der Aufprall mit Wasser doch schmerzhaft sein kann. Ja, also das habe ich als Kind jetzt nicht geglaubt, aber Leute, als Minecraft rauskam, war ich auch schon 15. Erstens, okay, das hatten wir alle. Nun, Katzen super schnell auf vier Beinen laufen konnten, erschloss sich mein Kopf, dass wenn ich mit allen Vieren die Treppe hochlaufe, doppelt so schnell bin. Nie geklappt. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht geklappt hat, Digga, wie dumm. Ich habe gleich ein Meeting. Sorry, das ist mein erster Tag. Was ist denn ein Meeting? Da sitzt man halt so mit Kollegen und redet. Das mache ich privat sogar. Ja, schon, aber es gehört zur Arbeit. Jemand bestimmt halt ein Thema und dann holt man sich so zwei Leute, die sich zu dem Thema auskennen. Und so 24 random Leute, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben und auch währenddessen nichts sagen. Okay, für mich, das klingt jetzt voll ineffizient für mich irgendwie. Warum macht man das eigentlich? Naja, so lange muss man halt nicht arbeiten. Und arbeiten nervt halt schon ein bisschen. Stimmt, schon, ja. Uns klingt halt auch richtig wichtig. Ich habe gleich ein Meeting. Und die zwei, die sich auskennen im Meeting, die verrennen sich meistens nach 10 Sekunden in so eine komplett sinnlose Diskussion. Und niemand unterbricht sie halt, weil niemand zuhört. Okay, wie viele macht man davon in der Woche? Also ich habe Kollegen, die haben so in der 40-Stunden-Woche ungefähr 40 Stunden lang Meetings. Also die arbeiten eigentlich gar nicht. Echt jetzt? Den bekommen trotzdem. Also die beiden Kollegen, die ja reden, arbeiten ja theoretisch, aber der Rest natürlich nicht. Gehalt. Viel mehr als die Leute, die wirklich arbeiten. Mann, das klingt nach so einer akzeptierten Art, einfach auf Arbeit nichts zu machen. Ich, Dummkopf, arbeite wirklich. Du hast ja richtig Glück, Mann. Ja, Mann, mir geht's ziemlich gut, weil... er zu einem Meeting gehen muss. Ja, fühle ich. Wann bin ich dran mit Haare schneiden? Oh, ja, das seht ihr, das habe ich gestern hochgeladen. Gestern, ne? 30.000 Likes. Alter, was läuft denn hier jetzt gerade, Mann? Die tauschen sogar, hä? Habt ihr jetzt echt noch getauscht? Ah, ich hab da noch einen Termin. Jungs, sorry, aber ich muss los. Wir schämen das noch nächstes Mal, ne? Ja, was soll ich sagen? Also, die habe ich jetzt ja neulich entdeckt und ich finde die Videos so gut. Das hier sind momentan so meine Lieblingsvideos, diese Barbers, weil ey, ich übertreiben komplett, Mann. Wir haben davon auch ein anderes hochgeladen, das hat, glaube ich, auch schon 50.000 Likes, ja, Wahnsinn. Dafür danke nochmal, Leute, ne? Kuss. Herr Axelkracher, es ist ja bald Weihnachten und... Herr Axelkracher? Weihnachtsstunde in Mathe? Oha, ey, da sind wir aber schon ein bisschen zu spät, ne? Ich wollte fragen, ob wir heute ausnahmsweise statt Mathe mal eine Weihnachtsstunde machen könnten. Mehmet? Ja? Du feierst doch nicht einmal Weihnachten. Oh, oh. Ja, aber ich rede gerade für die gesamte Klasse. Ja! Bitte, eine Weihnachtsstunde. Ich bin Moslem und ich will auch Weihnachtsstunde, Morok. Sehen Sie? Na gut. Wir machen eine Weihnachtsstunde. Ja! Weihnachten Mubarak. Jingle Bells, lalalala. Geht schon. Holt euch Stift und Papier raus. Warte, was? Wir beginnen mit der Weihnachtsstunde. Sollten wir nicht eher Kekse und einen Film auspacken? Nee, aber dein Taschenrechner kannst du auspacken. Was? Mubarak, ich pack gleich deine Mutter aus, wenn wir jetzt nicht Weihnachtsstunde machen. Lade, ich hab mich gefreut. Wir beginnen. Wie lange braucht der Weihnachtsmann vom Nordpol bis zu euch, wenn er mit drei Rentieren über den Himmel fliegt? Sie verstehen den Sinn von einer Weihnachtsstunde nicht? Normalerweise singt man... Nein, das kannst du nicht machen. Der Weihnachtsmann braucht vom Nordpol bis zu euch. Mann. Mathe hier und Mathe da, das ist wunderbar. Hey, Mathe, la 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 la. Oh, da hätte ich richtig schlechte Laune. Also ab diesem Moment, wenn mein Mathelehrer mir so kommen würde, hätte ich keinen Bock mehr auf Weihnachten. Gnade dem Gott dann. Sag mir, wo er ist. Oh. Na los. Markiere so einen loyalen Freund, Digga. So einen musst du haben, wenn das Video jetzt richtig ist. Ein Scheiß, sag ich dir. Er ist mein Freund. Mach, was du willst. Ich werde dir genau gar nichts verraten. Kennst du die Tankstelle neben der Bäckerei? Ja. Du dort aus drei Straßen weiter und die erste Milchkanne nach rechts. Da wohnt er mit seiner Familie. Danke für die... Digga, der Typ ist so geliefert, Mann. Information. Ich danke Ihnen. Ja, Leute, also mein bester Freund schneidet das Video hier auch, ist mein Cutter, ne? Würdest du mich, Digga, für ein paar Unis verkaufen? Oder ich geb dir eine Schelle. Was mich an unserem Haus nervt, letzter Teil, dass unser Tisch nur 10 Plätze hat. Was ist, wenn mal 12 Leute zu Besuch sind? Da müssen die auf der Couch essen. Yo. Dass die Überwachungskamera mir Mitteilungen aufs Handy schickt, sobald auch nur ein Vogel vorbeifliegt. Dass in jedem Raum ein anderer Duft steht. Digga, man könnte blinde Kuh spielen und wüsste immer, in welchem Raum man ist. Dass in unserer Seife irgendwie Sand drin ist oder so. Ich habe mal nachgezählt, bei uns können 19 Leute und 2 Babys übernachten.
Bruder, 19 Leute. Und das auch nur auf den Betten und auf den Matratzen und Sofas und so weiter, ne? Aber was ist mit dem Rest? Dem Rest des Hauses. Ich sag, locker können in seinem Haus über 500 Leute pennen. Was ist aber, wenn 20 Leute hier sind, bei Weihnachten oder so? Da muss ich für den einen extra die Matratze aus dem Keller holen. Dass wir nur 5 MacBooks haben, was ist, wenn wir zu 6 zocken wollen? Da muss einer seinen eigenen mitbringen. Hä? Aber mit einem MacBook zocken, Bruder? Wann? In welchem Universum denn? MacBook zocken geht gar nicht fit. Dass im Bad so ein Zeug steht, was ich nicht benutzen darf. Hallo, warum steht's hier überhaupt da? Aus Prinzip habe ich jetzt das alles leer gemacht. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich kann doch echt nicht der Einzige sein, der das irgendwie weird findet, wenn er plötzlich eine SMS von FedEx kriegt, wo steht, ihr Paket wird bald bei Ihnen ankommen. Da sitzt er da und fragt sich, was für ein Paket? Ich habe... Er hat dich gestern erst gekriegt. Erst gestern von der DPD, ihr Paket kommt bald. Leute, ich bin doch nicht dumm. Ich weiß, ob ich was bestellt habe oder nicht. So, und nee... Da kommt gar kein Paket. Und nichts bestellt. Ist wahrscheinlich ein Scam. Und dann sitzt du da und wartest, bis dieses Paket kommt, in der Hoffnung, dass da irgendwie nichts ist, was dich irgendwie aus dem Leben scheppert. Das ist übrigens ein Hinweis, dass ich meinen Geschirrspüler mal anschalten müsste. Ich trinke zwischen Kaffee aus Weingläsern. Und jetzt kam gerade eben bei der Aufnahme meines letzten TikToks der Postbote. Ich wusste gar nicht, dass FedEx in Deutschland überhaupt irgendwas macht. Ist es nicht ein Ami-Dienst? Und ich habe mal geschaut, das Paket wurde aus Hamburg nach Hamburg verschickt, mit einer Zwischenstation in Wiesbaden. Hä? Moin Anton! Wir feiern dieses Jahr 25 Jahre Google. Daher haben wir einen auf 25 Exemplare limitierten Google 25 Hoodie für dich. Ui. Klamotten! Moment. Bruder, ich habe noch nie was von Google bekommen. Alter, ich habe über 1 Million Abonnenten auf meinen ganzen Kanälen. Ich habe, glaube ich, schon fast 500 Millionen Aufrufe. Und das Einzige, was Google mir geschenkt hat, ist auf Nachfrage ein Play-Button. Ich meine, der ist auch krass. So... Aber warum kriege ich sowas nicht? Google mal an! 25 limitiert. Das hier ist übrigens keine Anzeige. Ich krieg dafür kein Geld. Ich fühle mich cozy. Ja, Google fühlt. Ja. Total cute. Lass mal ganz viele Follow da. Ich brauch das. Ja, kann ich verstehen. Hab ich schon gemacht, mein Lieber. Ich liebe den Städtebausimulator. Ich fühle mich wie ein richtiger Stadtplaner. Aber du bist beruflich Städteplaner. Wie konnte das passieren? Ich war. Ey. Die Leute, die Landwirte sind und dann noch Landwirtschaftssimulator spielen, höre ich so oft, kann ich nicht so fühlen, ne? An der Spitze der Nahrungskette. Der beste Stadtplaner New York City. Was ist dann passiert? Hast du meine Gedanken gelesen? Naja, dann habe ich das Spiel gefunden und wurde süchtig. Zuerst war ich eifersüchtig auf ihn, aber dann habe ich seine rührende Geschichte gehört. Warum werde ich auf Spanisch synchronisiert? Hä, was ist denn das jetzt auf diese einmal? Woche im Simulationshaus. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Hey, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Er hat es versucht umzudrehen, aber nicht mit mir. Du stehst immer noch vor mir, du bist im falschen Setting. Es war so peinlich, als er sein Setting verwechselt hat. Du bist auch im falschen Setting. Du bist ein guter Freund. Digga, was ist das? Er hat ja gut gemeint mit mehr Zeit für mich. Aber was er dabei nicht wusste, ist, dass ich die Zeit dazu nutzen werde, mehr Städtebausimulator zu spielen. Er hat mich ausgetrickst. Endlich Zeit. Ich schwör's euch, schreibt mal in die Kommentare, ich habe nichts verstanden. Also das Video war mir eine Nummer zu hoch, ehrlich. Dieser eine Freund, der nur englische Wörter benutzt. Ja. Yo, Bro, gehen wir gleich? Klar, alright, ich lohne das. Ey, da hat sich ein Kollege letztens bei mir aufgeregt. Der meinte so, Bruder, dass du so kommst mit legit und so, was soll das? Ja, aber ist doch legit, Digga. Legit zu sagen. Game up. Machst was? Na, das Game ready. Boah, du redest immer so komisches Denglisch. Gar nicht. Zocker, Digga. Da, schon wieder. Come on, als ob du never ever ein englisches Wort use. Nein, use mache ich nie. Jetzt rede normal. Okay, ich try. Versuche es. Noch ein Duo übrig. Da, einer da. Noch. Ich meine. Was? Wo? Einer geklopft im Haus, der andere gering im Hochgrund. Hä? Ja. Morgen in der School gettest du so einen ficken Ass-Driller. Digi, Gamersprache. Warum redet man Englisch? Weil oft die Wörter in Deutsch schwieriger sind auszusprechen, ne? Einer down. Einer unten. Ihr wisst, was ich meine. Leute, Hashtag Englisch in die Kommentare, wenn ihr auch so seid und sagt so, Digga, das ist schon legit. Okay, jetzt gucke ich ganz entspannt, mir die Füße auf den Tisch stoppen und... Wenn man in der Schulzeit krank zu Hause geblieben ist. Oh, Leute, das gab so Ärger mit Mutti. Mama, schön dich zu sehen. Ich, hallo. Moment mal, es ist 11:08 Uhr.
Deine vierte Stunde hat gerade begonnen. Warum bist denn du nicht in die Schule? Ja, ich früher weiß, aus. Normalerweise würde ich natürlich auch niemals die Schule schwänzen, aber ich bin heute Morgen aufgewacht, wollte losgehen und dann habe ich gemerkt, ich bin krank. Ja, richtig. Und ich habe eine 50 cm Nudel zwischen den Beinen hängen. Ja, willst du mich veräppeln oder was? Schon wieder am Schwänzen oder wie? Ey, nein, was laberst du? Ich meine, diesmal bin ich wirklich krank. Hörst du nicht meine Stimme? Hörst du das nicht an meine Stimme, Mama? Nein, ist halt nein, so, nein, nein. Ne? Jedes Mal denkst du kannst mich veräppeln, als wäre ich so eine kleine Katze. Soll ich noch alleine hinterher rennen? Möchtest du mir noch fressen geben oder was? Ja, noch ist dein Pokerface da, ne? Oh, ich bin ja wirklich krank. Wir können ja auch gern zum Arzt fahren, der wird dir das ja bestätigen. Ich sag dir eine Sache, der Arzt wird mir gar nichts bestätigen. Außer, dass du eine Hackfresse bist, nichts mehr. Alter, warum ist die denn so ausgeflippt? Stell mal vor, meine Mutti, ich hätte gesagt, raus aus meinem Zimmer. Weg! Wenn die mich so angeschrien hätte, ich sag ehrlich. 3 plus 2 mal 5. 3 plus 2 mal 5, 13. 3 plus 25. Falsch, Digga. Punkt vor Strichrechnung. Punkt vor Strich! 3 plus 2 sind 5. 5 mal 5 sind 25. Ja. Was hast du gesagt? Punkt vor Strich. So, ja, da war ja was. Jetzt kommt sie mit 15 oder so, das wär krass. 20? Ist auch 3 mal 5, 15 plus 3 5. Plus 2 mal 5. Dann 17. 3 plus 2. Nee, Spaß, das sind 10, 13. Ja. Also, Sandra heißt die, glaube ich, ne? Ich würde mal sagen, Digga, Mathe-Nachhilfe bisschen. Also das finde ich, muss wie aus der Pistole geschossen kommen, Leute. Aber ich habe auch einen kleinen Mathe-Hintergrund. Digga, ich bin wandelnder Taschenrechner bis 1000 ungefähr. Also bis 1000 kann ich so schon fast aus dem Kopf, habe ich auswendig gelernt, so nach dem Motto. Deswegen, aber das Video hat mir gefallen, Digga. Lukas Blickmann, das ist krass. Bro, ach, willst du essen? Nico mal wieder. Kilo Kartoffeln, die müssen gegessen werden. Was? Wo kommen die denn her auf einmal? Ich habe Kartoffeln. Ja. Schneiden Sie ja. Kleine Stücke. Kochen ja. Sie weich. Wenn Sie geil. Weich brauchen wir Mehl. Salz, Eier. Und Wasser. Kneten den Teig für 5 bis 10 Minuten. Lassen ihn für 30 Minuten ruhen. Stampfen die Kartoffeln, schneiden Zwiebeln. Ein Stück Butter in die Pfanne. Darin braten wir die Zwiebeln an. Die Hälfte kommt zu den Kartoffeln. Frischkäse, Prise Salz. Geil. Und Pfeffer. Wann den Teig aus. Und stechen ihn aus. Befüllen mit der Kartoffelmischung, verschließen mit einer Gabel und kochen die Pierogi in gesalzenem Wasser 4-5 Minuten. Geil! Wer will, bratet sie noch in Butter an und servieren mit den Zwiebeln und zum Beispiel Speck, Creme fraiche und Schnittlauch. Alter! Pierogi. Digi, ich muss den bald deabonnieren, ne? Ich muss den bald deabonnieren. Ich hab wieder Riesenhunger und dann gucke ich mir so ein geiles Video an, wo richtig was Geiles zu essen gemacht wird. Digga, deabonnieren? Ich muss ihn erstmal abonnieren, damit ich ihn deabonnieren kann. So, und jetzt deabonniere ich ihn. Und jetzt abonniere ich ihn aber wieder. Weil hier der doch seine Videos gucken. Geil. Dieser eine Freund mit zu viel Energie, der redet wie ein Wasserfall. Wir müssen auch wieder in Urlaub fliegen. Da hab ich richtig Bock drauf. So Malle mit den Jungs. 6 Leute, wir mieten uns eine Villa, geiler Pool, paar Bierchen. Boah, hab ich da Bock drauf. Ist doch geil, oder? Ja, müssen wir echt mal wieder machen. Genauso wie letztes Jahr, wo wir da in Kroatien waren, weißt du noch? Mit Tobi und so? Mhm, stimmt. Wo wir abends immer so crazy Party gemacht haben, da am Strand. Mhm, ja, war echt geil. Kannst du dich daran erinnern, am vorletzten Tag, wo wir da noch ins Wasser wollten und so? Ja, klar. Hast gestern Fußball geguckt? Alter, wie die das noch gedreht haben, das war richtig krass. Mhm, das war schon cool. Wo sind eigentlich deine Eltern jetzt im Urlaub? Ey, was ist denn, also, okay. Das hier, ich muss sagen, ich quatsch auch öfter mal so ein bisschen mehr, ne? Aber das finde ich schon echt nervig, Mann. Weißt du, wenn du so einen Kollegen hast, Digga, dann soll der halt schlafen gehen, weißt du? Du hast gesagt, die sind weg. Teneriffa sind die 2 Wochen. Oh, geil, haben die. Wie ist Wetter? Wetter gut? Ja, ich glaube schon. Aber ist irgendwas? Warum bist du? Du bist so ruhig. Muss man jetzt die ganze Zeit reden? Wir haben doch jetzt kein erstes Date. Das ist doch keine peinliche Stille. Ich bin müde. Nein, du wirkst irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen, finde ich. Ich kann gerade einfach nur nicht reden. Reden ist anstrengend und ich brauche auch mal eine Pause vom Reden. Ich weiß du nicht, aber ich schon.
Junge, dann sagt das, Alter, und dann geht man nach Hause. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr so einen Kollegen habt, der echt so reagieren würde, würde ich gehen. Und wenn der immer so ist, Digga, hätte ich keinen Bock. Sag ich, wie es ist. Yo, Papa, damit du Bescheid weißt, mein Kumpel, der gleich kommt, der ist geistig ein bisschen eingeschränkt. Stell dich drauf ein, okay? Alles klar, kein Problem. Prank geht schief. Hey, Digga, was geht? Komm rein. Hey, was geht, was geht? Ach ja, nur zur Info, mein Vater ist taub bzw. schwerhörig. Red also laut und langsam. Easy, Mann, kein Stress. Hallo? Hallo, Sie sind also der Papa von Alpay. Ja, genau. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Jonas. Ganz meinerseits. Schön, dass Alpay auch Freunde wie dich hat. Hey, Digga, ich hab ein bisschen Alk mitgenommen. Wollen wir den kalt stellen? Und ein bisschen Weed können dann noch entspannten machen. Papa, er sagt, wir sollten so langsam hoch. Wir müssen noch die Präsentation. Hör auf zu schreien, ich höre dich. Ich habe auch gehört, was er gesagt hat. Ich bin nicht taub. Was? Sie sind nicht taub? Nein, bin ich nicht. Du bist doch der Behinderte von uns. Was, ich? Oh, oh. Also, du kannst uns vielleicht bei der Präsentation helfen? Digi, der ist tot. Ich glaube, den haben die danach nie wieder gesehen. Das war das letzte Mal, dass er geatmet hat. Seinen reichen Freund besucht. Oha, was für eine heftige Villa. Wie viele Zimmer hat die? Etwa 150. Habe ich noch nie gezählt. Krass, Respekt, Bruder. Klar. Wie viel hat deine? So zwei? 200? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, genau, 200. Das ist meine vergoldete Küche. Oh, cool. Wollen wir was zusammen kochen? Was meinst du? Die Angestelltenküche kommen doch erst um 18 Uhr. Ach so, ja, klar. Die habe ich natürlich auch. Hier. Ey, ich habe geguckt, was ein Privatkoch kostet, Leute, in Spanien. Einfach nochmal Interesse, 300 Euro den Tag. Jo, übertreib noch mehr. Kommen wir zur Dachterrasse, mit Aussicht über die Dächer Berlins. Aber das kennst du ja bestimmt von dir zu Hause. Ja, klar, bei mir ja. Zu Hause ist sie sogar noch ein bisschen größer. Digi, aber das ist schon eine geile... Ist das ein rustiges Fahrrad, was unsere Garage unten zupackt? Nein. Ach ja, und wieso steht dann dein Name auf dem Fahrrad? Jo, wie alt ist das Video, Mann? Hat er jetzt blonde Haare? Crazy. Ich kann das erklären. Nein, Levin, spar dir die Worte. Heute um 18 Uhr kommt mein zweiter Song raus, der sehr gut zu dir passt. Wieso? Na, ist alt, ist alt. Geringverdiener. Sollst du übrigens auch nicht verpassen. Ach, Leute, der Song Geringverdiener. Oh, Mann. Es hört sich verrückt an, aber oh. Ein Tisch aus XXL Legostein. Oh, Jessie Blue habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber... die mag ich auch richtig gerne, also Videos anschauen. XXL Lego-Steine bestellt. Geil! Eigentlich wollte ich den gleichen Tisch wie bei iCarly nachbauen, aber da war ich so, das ist ein Aquarium. Ja. Wir haben drei pinke, zwei gelbe, drei blaue, einen weißen Lego-Stein. Okay, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon gar nicht mal so günstig ist, ne? Oh, das ist sogar ein Regal. Cool. Pinterest ist schockiert. Es sieht so gut aus. Ich muss euch da oben was Cooles zeigen. Das ist so cool. Ich habe einen komplett neuen Boden. Mein Papa hat den Teppich rausgerissen und... Geiler Boden. Es sieht so cool aus, aber ich brauche eine Couch. Diggi, was? Für die Fahrt dabei. Ich will so eine beige Couch. Die ist aber auch schön. Das Sofa finde ich toll. Die ist so schön kuschelig. Klar, Film gucken, Netflix und so. Netflix sind chill, ne? Was soll ich sagen? Aber ich finde den Tisch cool. Können wir mal kurz über den Tisch reden? So ein Lego-Tisch zu Hause, Leute? Das wäre doch mal was, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr sowas auch gönnen würdet. Hashtag Lego in die Kommentare. Und das war's wieder mit einem weiteren Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und checkt natürlich gerne die Creator aus, auch Jessie Blue Gray. Kuss, Kuss, Kuss. Dano, out.